Willkommen und schön, dass du wieder da bist. Heute soll es um die eine Sache gehen, die deinen Erfolg bei Frauen aufs nächste Level bringt. Aus meiner Coaching-Erfahrung, aus den mittlerweile fast sechs Jahren, in denen ich hunderte Männer live gecoacht habe, tausende Männer online. Darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Video. Wir haben uns ein bisschen länger nicht gesehen. Das lag daran, dass ich jetzt am Wochenende in Zürich war auf dem Coaching und jetzt auch die Tage immer regelmäßig Coaching hatte. Momentan ist wirklich sehr viel Coaching, sehr viel Sommercoaching. Das heißt, ich habe gerade nicht so viel Zeit für Videos, aber heute soll es weitergehen. Heute soll es mal um das Thema gehen, was die eine große Sache ist, die alle Männer daran hindert, mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Und viele Männer denken immer, es geht darum, dass man nicht weiß, was man sagt, was soll ich sagen, mir fehlen die richtigen Sätze, mir fehlen die richtigen Worte, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich habe in meinen Jahren des Coachings gemerkt, dass es um etwas ganz anderes geht, dass etwas ganz anderes das Grundproblem ist. Und zwar kannst du dir das erstmal so vorstellen. Es gibt Menschen, also ich als Flirt Coach habe mit Männern zu tun gehabt, die wenig Erfolg mit Frauen haben, und ich habe mit Männern zu tun gehabt, die sehr viel Erfolg mit Frauen haben. Die Männer, die wenig Erfolg mit Frauen haben, kommen zu mir ins Coaching, und die Männer, die sehr gut sind, das sind meine Freunde, die sind in meinem Freundeskreis. Daher konnte ich sehen, was macht denn wirklich den Unterschied zwischen schlechten und guten Flirtern, zwischen schlechten Männern mit Frauen und guten Männern mit Frauen. Und da gibt es eine Sache. Und zwar lässt sich alles darauf zurückführen, inwiefern du Kontrolle über dein System hast oder inwiefern dein System Kontrolle über dich hat. Es geht nicht darum, was du sagst, weil du kannst die tollsten Sachen sagen, und wenn du sie aber, wenn das Wie nicht stimmt, dann wird es nicht funktionieren, dann wird es nicht richtig rüberkommen. Es geht nicht darum, was du sagst, es geht darum, wie du sagst oder wie du es sagst. Du kennst diesen Spruch vielleicht, und der ist sehr, sehr wahr. Es geht also darum, wie du es sagst, nicht was du sagst. Und es geht allgemein darum, wie viel Kontrolle du über dein System hast. Was meine ich jetzt mit Kontrolle über dein System? Nehmen wir mal an, du bist auf der Straße unterwegs und willst eine Frau ansprechen, die dir gefällt. So, und jetzt willst du hingehen, aber in dem Moment, wo du hingehen willst, kommen dir ganz viele Gedanken. Das kennst du sicherlich. Oder es kommt die Angst hoch. Irgendwas, was dich daran hindert, was dich davon abhält, die Frau anzusprechen, die dir eigentlich gefallen hat. In diesem Moment hatte dein System, also dein Verstandessystem, dein Gedankensystem, Kontrolle über dich und nicht du über dein Verstandessystem. Nehmen wir mal an, du gehst hin, willst eine Frau ansprechen, siehst die, die gefällt dir, du hast ein bisschen Angst, weißt nicht genau, was du sagen sollst, gehst aber dann trotzdem hin, sprichst sie an und bist erfolgreich. In diesem Moment hattest du Kontrolle über dein System. Das sind die beiden großen Unterschiede. Entweder hat dein System Kontrolle über dich oder du hast Kontrolle über dein System. Und das macht oder das unterscheidet die wirklich erfolgreichen Männer von den nicht erfolgreichen. Denn wenn du Kontrolle über dein System hast, dann kannst du erstens regelmäßig Frauen ansprechen, aber kannst auch zweitens alles sagen, was du willst, und es wird gut ankommen. Du hast sicherlich vielleicht mal einen erfolgreichen Mann gesehen, der, ja, sagen wir im Internet oder vielleicht hast du es auch live gesehen, mit Frauen geredet hat und der Dinge gesagt hat, wo du dir gedacht hast, wie kann er das sagen, wie kann er das sagen und trotzdem funktioniert es, wie kann er so einen Quatsch erzählen und trotzdem bei Frauen so gut ankommen, wie kann er so stumpf sein, teilweise so polarisierende Dinge sagen und trotzdem gut bei Frauen ankommen. Und der Schlüssel dazu ist einfach nur, dass er nicht darüber nachgedacht hat, was er da gesagt hat, dass er nicht in seinem Kopf Folgendes gedacht hat: oh nein, was ist denn, wenn ich das sage, wie wird sie von mir denken, was wird passieren, wie werden die anderen von mir denken. All das passiert nicht in dem Kopf eines erfolgreichen Mannes, denn der drückt sich einfach aus. Du kennst diesen Spruch von mir: ausdrücken statt beeindrucken. Und all das lässt sich zurückführen auf: hast du Kontrolle über dein System oder hat dein System Kontrolle über dich? Und mit System meinen wir in diesem Fall Gedanken, Emotionen und so weiter. Und eine ganz großartige Sache, die ich auch auf diesem Channel immer anspreche, die du machen kannst, um mehr Kontrolle über dein System zu gewinnen, die beste Sache, die du machen kannst, mit Abstand die beste Sache, wenn es eine Sache gibt, die du machen solltest, um mehr Erfolg mit Frauen zu haben, um mehr Erfolg in deinem Leben zu haben, dann ist es diese eine Sache, nämlich Meditation. Wir haben schon oft darüber geredet. Warum ist das so wichtig? Meditation bringt dir eben genau das bei: Kontrolle über dein System, statt dass dein System Kontrolle über dich hat. Und ich will es dir nochmal erklären anhand von Meditation, und dann wird es nochmal sehr, sehr klar. Nehmen wir an, du meditierst. Na, die Aufgabe beim Meditieren ist es immer, falls du das noch nicht gemacht hast, dass du eine Position einnimmst, eine gewisse Meditationsform machst. Nehmen wir mal an, eine Aufmerksamkeitsmeditation, wo du dich auf deine Atmung konzentrierst und dann wirklich mit deiner Aufmerksamkeit nur bei dieser einen Sache bleibst. Das bedeutet auch, dass wenn zum Beispiel dich hier irgendwas juckt während der Meditation, du nicht kratzt, sondern du diesen Impuls des Kratzens beherrschst. Und das ist Kontrolle über das System. Normalerweise laufen Dinge in unserem Alltag folgendermaßen ab: es juckt hier und ganz automatisch, dein System hat Kontrolle über dich, ganz automatisch kratzt du dich hier. Und was wir durch die Meditation lernen, das ist ganz simpel, nämlich dass zwischen diesem "hier juckt es" und "wir kratzen"
etwas liegt, nämlich ein Entscheidungsspielraum. Bei der Meditation lernen wir, oh, wir können uns auch entscheiden. Das muss nicht automatisch passieren, das Kratzen. Wir können uns entscheiden, ah, da ist das Jucken, das ist mir aufgefallen. Kratze ich jetzt oder kratze ich nicht? Und das ist Kontrolle über dein System. Im Gegensatz zu, oh, ich kratze mich automatisch, weil mein System Kontrolle über mich hat. Und genauso läuft es halt auch, wenn du Frauen ansprechen gehst. Ja, wenn diese Ängste kommen, wenn diese Unsicherheiten kommen, wenn diese Widerstände kommen, hat dann dein System Kontrolle über dich oder du Kontrolle über das System. Denn eins musst du verstehen, auch erfolgreiche Männer mit Frauen, zum Beispiel ich habe auch, wenn ich eine Frau anspreche, habe ich auch Angst und bin manchmal nervös. Gestern war ich mit meinem Coaching-Teilnehmer unterwegs und dann saßen zwei sehr hübsche Frauen im Park auf einer Wiese und er meinte, ja, würdest du dich auch trauen, die jetzt anzusprechen da? In dieser Parksituation, die liegen da einfach rum in Bikini und ich so, ja, ist kein Problem. So, und dann habe ich mir das Mikrofon geschnappt, um ihm das zu zeigen, damit er auch zuhören kann, habe aber auch beim Hingehen gemerkt, okay, ich bin nervös. Ich bin auch nervös, auch die Profis sind nervös und haben vielleicht Angst, aber trotzdem bin ich hingegangen und trotzdem war es erfolgreich, weil ich Kontrolle über mein System habe, weil ich das gelernt habe durch die ganzen Jahre, aber auch viel durch die Meditation. Ne? Also stell dir das so vor, du bist unterwegs, du kriegst vielleicht Angst, du kriegst vielleicht Unsicherheiten und das ist ganz normal. Aber du hast da diesen Entscheidungsspielraum, okay, handle ich jetzt aufgrund meiner Ängste und Unsicherheiten oder nicht? Nehme ich die jetzt ernst und gucke, dass ich da auch meine Handlung aufbaue oder mache ich trotzdem das, was ich tun will? Und das lernen wir mit der Meditation und wenn du das kannst, dann kannst du überall und zu jeder Zeit Frauen ansprechen. Dann ist dein Erfolg mit Frauen von hier nach da. Dann machst du dir auch keine Gedanken, oh Gott, soll ich das jetzt sagen? Soll ich das jetzt zu dir sagen? Wie könnte das wirken? Sondern du drückst dich einfach aus, denn du hast Kontrolle über dein System. Du kannst entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Und nicht dein System entscheidet für dich. Und das ist das, was du lernen musst. Deswegen die erste Sache, die allerwichtigste Sache, die ich dir ans Herz legen kann, ist die Meditation, um halt diesen Raum zu schaffen zwischen, da ist ein Reiz, zum Beispiel das Jucken, Entscheidung und dann deine Handlung. Und das ist genau das, was du lernen musst. Wenn du das kannst, keine Probleme mehr oder sagen wir mal deutlich weniger Probleme. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche. Eine weitere Sache, die du machen kannst, um dein System zu manipulieren oder ich sag mal, um Kontrolle über dein System zu haben, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel in der Stadt unterwegs bist und du fühlst dich nicht danach, Frauen anzusprechen, denn das ist ja bei allen, das geht uns allen so. Manchmal fühlt man sich nicht danach, man fühlt sich nicht immer danach, das ist ja ganz klar. Was du machen kannst, ist, dass du dein System manipulierst, indem du zum Beispiel eine Minute lang einfach lächelst. So. Einfach mal eine Minute lang lächeln. Ohne Grund, muss gar keinen Grund geben. Und du wirst merken, nach einer Minute wirst du dich automatisch besser fühlen. Das ist auch Kontrolle über unser System benutzen. Das ist, du benutzt dein System, um dich besser zu fühlen, um dann Frauen ansprechen zu können. Weil wenn du eine Minute grinst, dann wirst du automatisch dich besser fühlen. Unser physischer Körper hängt zusammen mit unserem emotionalen System. Das heißt, das Lächeln, das Grinsen wird dafür sorgen, dass dein Körper sich besser fühlt, dass du dich besser fühlst in deinem Körper. Und das muss auch nicht da enden. Ich habe, glaube ich, mal von der Studie erzählt, dass wenn du eine Minute in der Victory-Pose, das ist das hier, stehst, dann fühlst du dich deutlich besser und hast auch einen erhöhten Testosteronwert, als wenn du zum Beispiel eine Minute gebeugt sitzt und auf den Boden schaust. All das beeinflusst deinen emotionalen Zustand und du kannst eben Kontrolle darüber übernehmen. Aber dir müssen diese Dinge bewusst sein, dir müssen dir diese Dinge klar sein, deswegen erzähle ich sie dir an dieser Stelle. Und das sind alles Sachen, alles Beispiele dafür, wie du Kontrolle über dein System übernehmen kannst, damit du mit deinem System zusammen, und mit System meine ich Gedanken, Körper und so weiter, damit du mit deinem System das erreichen kannst, was du erreichen willst. So einfach kann das sein. Und Meditation sollte, muss der Anfang sein, sollte die Basis für all das sein. Also Meditation sollte in deinen Alltag integriert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, das ist soweit klar. Das war's erstmal für das Video. Wenn du Fragen hast oder Videovorschläge, schreibst du mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt in der nächsten Zeit immer noch viele Coachings, versuche aber trotzdem jetzt hier regelmäßig, das heißt jeden zweiten Tag mal ein Video zu machen. Kann dir nicht versprechen, dass es funktioniert, aber ich gebe dir auf jeden Fall mein Bestes. Geil, dass du dabei warst. Unten links abonnierst du den Channel. Rechts kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben. Es sind auch ein paar Coachingplätze für den Rest des Jahres frei. Und irgendwas habe ich vergessen. Unten rechts geht es zum Video, das an dieses Video hier anschließt. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, schau da mal vorbei, schau dir auch das Video an und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin einen geilen restlichen Tag. Ciao.